Eine Woche ist es her, dass Vizekanzler Habeck aus dem Urlaub zurückgereist ist. Doch Bauern und Handwerker warteten auf ihn im nordfriesischen Schlüttsiel, wo er eigentlich von der Fähre wollte. Die musste dann wieder ablegen, weil, so lauteten einige Berichte, ein Mob die Fähre stürmen wollte. Dieses Thema verfolgt die Bauernproteste nun seitdem. Viele Landwirtinnen und Landwirte fühlen sich in die rechte Ecke gedrängt, als Demokratiefeinde abgestempelt. Aber was ist jetzt eigentlich wirklich passiert an diesem 4. Januar in Nordfriesland? Benedikt Schäper hat nachgefragt. Was zeigen diese Bilder wirklich? Ein Gedränge von Bauern und Handwerkern oder den Versuch eines wütenden Mobs, die Nordseefähre mit Vizekanzler Robert Habeck an Bord zu stürmen? Vereinzelt aggressive Rufe. Habeck, komm raus, Mensch! Pass auf, du Arschloch! Aber wie sah das ganze Bild aus? Am Morgen des 4. Januar nimmt Robert Habeck um 10 Uhr die Fähre für einen Tagesausflug zur Hallig-Hooge. An Bord kommt es laut Augenzeugen zu einer Konfrontation mit einer Frau, die der AfD nahestehen soll. Kurz danach verbreitet sich die Nachricht über Habecks Reise in Chatgruppen. Bürgermeister Matthias Feddersen erfährt zur Mittagszeit per WhatsApp von der geplanten Demo, ruft daraufhin die Polizei. Und die fragten mich dann, mit wie vielen Leuten wir denn rechnen. Und da sagte ich 3 oder 300. Ich sag, weiß ich nicht. Und dann haben die halt eben, ich glaube, einen Trupp erstmal hingeschickt zum Gucken und dann nahm das Schicksal ja seinen Lauf. Gegen 2:30 lädt eine Nachricht in mehreren Telegram-Kanälen zu einem angeblichen Bürgerdialog. Hunderte Bauern fahren zum Fähranleger, bringen sogar eine Drohne mit. Doch es kommen offenbar auch Menschen, die Aufrufen in rechten Gruppen gefolgt sind. Die Stimmung am Anleger zu Beginn relativ entspannt. Familien reden mit Demonstranten. Wenige Meter entfernt der junge Landwirt Malte Masso. Wir treffen ihn ein paar Tage später bei einem Mahnfeuer von Bauern. Niemand war irgendwie in der Absicht, da irgendwelche Schlägereien oder sowas anzufangen. Wir wollten einfach nur da sein und ihn ja, empfangen und ein paar Worte auszutauschen. Zu einem Gespräch kommt es nicht. Die Personenschützer von Habeck haben Sicherheitsbedenken. Die Fähre legt mit dem Minister wieder ab. Timo Silberstein war an dem Abend der Steuermann der Fähre, stand direkt vor der Autobrücke. Ich habe die Brücke angehoben und in dem Moment haben einige, bei weitem nicht alle, sondern ich kann keine Zahl nennen, 5 bis 10 Leute vielleicht, die Polizeisperre durchbrochen und sind die Brücke hochgelaufen. Was sie genau wollten, kann ich natürlich nicht sagen. Malte Masso bestreitet, dass das Schiff gestürmt werden sollte. Den Landwirten sei es nur um Protest gegen die Politik von Robert Habeck gegangen. Wenn da viele Menschen auf einmal ohne also mit vollem Körperkontakt ist, dass da irgendwo Schub reinkommt, das ist definitiv klar. Aber definitiv kann ich sagen, dass von unseren Landwirten keiner ihn irgendwie in irgendeiner Weise überhaupt angefasst hätte. Auch Landwirt Torben Jakobsen war dabei. Er beklagt, dass Berichte über einen angeblichen Erstürmungsversuch nur auf wenigen Handyvideos basierten. Was man aber nicht sieht, dass nachher wirklich Polizei und diese Leute, die auf der Rampe waren, sich nachher wieder die Hand gegeben haben und ganz normal miteinander gesprochen haben. Also es waren keine Radikalen oder Sonstiges, sondern es waren ganz normale Leute. Und die haben sich entschuldigt bei der Polizei und auch die Polizei redet ja nicht von Gewalt. Die Polizei bestätigt auf NDR-Anfrage, dass es keinen Versuch gab, das Schiff zu entern. Auch keine Gewalt gegen Beamte. Vielen Bauern tue die Grenzüberschreitung trotzdem leid. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter gegen Unbekannt wegen Nötigung und Landfriedensbruch.